natürlich noch mehr Futter. Und die wollen irgendwann Wolle. Wollen wir eine Schafzucht? Müssen wir Schafe kaufen? Dann müssen wir die erstmal importieren. Gemeinschaftsofen. So, dann wird es Zeit. Wir müssen Apfelplantagen bauen. Also 15 will ich auf jeden Fall da lassen. Die müsste ich auch holen. Genau, nicht nur Fleisch holen. Na gut, saisonal, ne? So, schauen wir mal. Ja, bald können wir wieder neue Familien setzen. Fertig. Oh, wir können die verdoppeln. Können wir das? Bei denen können wir das nicht. Aber bei denen können wir das. Lol. Okay, machen wir. Können wir das bei dem später dann auch? Sehr gut. Also das läuft. Wie haben wir denn noch? 6. Ups, ja, wir kriegen jetzt so ein bisschen Geld wenigstens rein. Schön, das haben wir jetzt verdoppelt. Da haben wir jetzt für 12 Familien Platz. Oh, Bevölkerungswachstum. Schön. Sollte gleich die nächste Familie kommen. Und hier machen wir das auch schon. Und schon die erste neue Familie. Zack. Mehr Brennholz. Oh, wir haben schon 2 in Brennholz. Ich stelle erstmal hier in die Holzfäller. Quality, you said?
Vorschiff. Machen wir die Jan. Don't be shy, good sirs and ladies. Genügend Waren. 4 Stück. Keine 4 Bretter. Keine 4 Holz. Aber ja, wir haben jetzt schon 14 Wohnraum, 16 Wohnraum bald. Arbeitsbereich ist leer. Okay, hier ist alles abgeholzt. Dann fangen wir jetzt hier an. Räuber in der Nähe. 36 Tage noch. Es wird Zeit, Freunde, dass wir unsere Armee aufbauen. Ich krieg nicht schnell genug die Leute. Öffentliche Ordnung, nicht genügend Verwaltungsgebäude. Ich dauer auf den Banditen anschließen, ihr Verräter! Und das Verwaltungsgebäude. War der kleines Dorf. Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Cheated him? Never! Perhaps he simply does not know how to cook properly. Mal noch 3. Oh, this is heavier than it looks. Jetzt haben wir 4. We all know what that means, don't we? Hey, where are the pegs? So. Jetzt kriegt einen schönen aesthetic look. Es wird schön aussehen. Wir ziehen das jetzt hier so runter. Dann hat das so eine komische Schnittform. Aber passt schon. Ich hoffe, der Markt kann die dann alle erreichen. Gebäude ist fertig. Schön. Weitere Familie. Ja, bald haben wir genug für eine Miliz. Oh, wenn jetzt der Winter naht. Und bald mehr Vieh. Ich überlege, ob wir das Geld nehmen und irgendwelche günstigen Söldner anheuern am Anfang. Ich habe 22 für Soldaten. Die Raubgeier, äußerst disziplinierte Krieger aus unbekannten Gründen, verzichten sie gänzlich auf den Einsatz von Schwertern und führen lediglich Streitkolben und Äxte ins Gefecht. Was? Okay. 110? Kostet für jeden Dienstmonat im Voraus. Jeden Dienstmonat 100. Das kann sich keiner leisten. Okay, also Miliz. Haben wir eine Bar? Nein. Nein, haben wir nicht. Ich warte noch ein paar Tage. Dann kriegen wir noch ein paar Familien.
Dann tut das nicht so weh, wenn wir die Miliz ausheben. Städte. Wie sieht's denn auf dem Markt aus? Wir haben kaum noch Brot. Ja gut, komm mit der Zeit. Leder. So, dann können wir anfangen, Eisen zu holen. Kein Vorkommen in Reichweite. Holen wir mal Eisen, ne? Braucht nicht viel. Können wir zumindest schon mal Eisen machen. Ich will Werkzeuge haben. Und Waffen. Die Miliz muss schnell wachsen, wenn die Leute jetzt kommen. Neue Familie. Gut, jetzt können wir auch mal überlegen, bald Felder zu machen. Dann wäre hier oben gut für Felder, hä? Felder müssen sehr groß sein, um effizient bestellt werden zu können. Effizient bestellt werden. Das händische Pflügen dauert allerdings sehr lange. Für den Anfang solltet ihr es mit einer Feldgröße von ungefähr einem Morgen versuchen. Später, wenn ihr Produktionsfokus auf die Region Landwirtschaft legen wollt, könnt ihr einen Entwicklungspunkt investieren, um die schweren Pflüge freizuschalten. Das ist die Fruchtbarkeit des Bodens zu überprüfen. Okay, Doki. Das sieht ja hier gut aus von der Fruchtbarkeit. Ein Morgen. Das sind schon zwei Morgen. Okay. Landwirtschaft. In Bauernhäusern werden Familien beschäftigt, die auf den Feldern arbeiten. Die Arbeitskräfte werden anteilig anhand der Priorität auf den jeweiligen Feldern verteilt. Bin für heute weg. Schönen Stream noch. Danke dir, Samira. Wir machen auch nicht mehr so lange. Wenn die Feldfrüchte wachsen, entziehen sie dem Boden Nährstoffe, wodurch die Fruchtbarkeit des Bodens vorübergehend sinkt, was in weiterer Folge für eine sukzessive Abnahme der Erträge sorgt. Entscheidet euch daher für die Fruchtwechselwirtschaft und pflanzt jedes Jahr andere Feldfrüchte an. Oder lasst ein Jahr ein Feld ein Jahr lang brach liegen, damit es sich erholen kann. Dann machen wir direkt noch eins. Why do I have to carry this alone?
Dann können wir die abwechselnd brach liegen lassen. So. Erstmal Getreide. Er macht hier nix. So. Dann liegt auch immer zwischendurch eins mal brach. Machen wir noch ein Bauernhaus hier rein. Na, passt das. Haben wir unseren Bauernhof auch schon. So, 9 Tage, bis die kommen. Wir haben mittlerweile fast 40 Leute, also können wir auch bald eine Miliz aussehen. Wie sieht es denn aus? Bauen die noch? 15 Familien und wir können 16. Wir haben sogar noch ein bisschen, was wir hier machen können. Kriegen wir mehr Geld für Söldner. So, los geht's. Noch ein Banditenlager. Sind die hier? Je. Wenn wir die Miliz haben, dann gehen wir erstmal schlachten. Okay, noch 4. Es wird Zeit. Ich kann nicht länger warten. Ein paar Baugrube. Gut. Einen schicken wir hinein. Dann können wir ein bisschen Erze abbauen. Bis uns das Haus soll noch fertig werden vorher. Des anderen Herrschers wurde gesichtet. Bitte was? Die männlichen Bewohner werden gleichmäßig auf alle Milizeinheiten aufgeteilt. Anschließend versuchen sie, die erforderlichen Ausrüstung zu beschaffen. Waffen und Schilde sind von der Art der Einheit abhängig. Die maximale Qualität der Rüstung und die Helme richten sich von der Bewohnerstufe der jeweiligen Person. Sobald die nötige Ausrüstung nach Hause geschaffen wurde, werden die Rekruten der Einheit als bereit zum Sammeln gemacht. Ich hätte 26 machen können. Ich habe auch kaum Geld. Was sind die Outlaws? Leichte Söldnerinfanterie und Speerträger. Die haben 72 und ich habe 20.
Ja, Wahnsinn. Gucken wir mal, ob ich noch schnell genug die Leute ausgerüstet kriege. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert. Survives the first year. Zu den abgeschlossenen Räuber in der Nähe. Weitere Familien sind eingezogen. Ah, die wollen uns noch Schilder nach Hause bringen. In Ausrüstung. Also, als ob die, die paar Mannequin da was reißen werden. Aber ja gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Sinn, wie man das Spiel dann wohl beginnen muss, damit man das überlebt am Anfang. Okay, die Schilde sind weg. Werden wohl die Leute... Ja, guck, die haben die schon da drin. Die haben leider keine Helme. Aber ich bin ja gerade dabei, erst Eisen abzubauen, damit wir mehr Leute machen können. Okay. Kann ich nicht, ne? Schade.